Die Insel ruft. Adi reiste mit Niki nach Ibiza und nahm die Hotspots der Balearen unter die Lupe. Dort wurde am Hippie-Markt ausgiebig geshoppt, sowie in den Beachclubs und Restaurants geschlemmt und sogar eine exklusive Privatinsel besucht. Was Adi sonst so erlebt hat, hier die Auflösung. Ja, ihr Lieben, also ich stehe total auf Ibiza, ich habe nur ein Problem im Moment, ich habe sehr, sehr wenig Zeit. Das ist jetzt aber völlig wurscht, denn Fly Niki bietet einen Hammer-Kurztrip nach Ibiza an. Man haut sich am Donnerstag oder Freitag am Abend in den Flieger bis Sonntag und ja, das mache ich jetzt und ihr seid dabei. In nur 2,5 Stunden Flugzeit geht es mit Niki auf die Baleareninsel Ibiza. Bei einem Gläschen Wein und einem mediterranen Snack aus dem Hause Demel beginnt die Urlaubsstimmung bereits an Bord. Die Insel Ibiza ist nur ein wenig größer als Wien und misst nur ein Sechstel der Fläche von Mallorca. Damit bietet es sich perfekt an, mit einem Mietwagen von Herz die Insel zu erkunden und die schönsten Buchten ganz individuell zu entdecken. Adis Hotel liegt genau im Herzen der Insel und ist damit der ideale Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten. Ja, die erste Nacht hier auf Ibiza war echt ein Traum. Ich meine, kein Wunder, ich bin hier in diesem wunderschönen Can-Look-Hotel und ich sage euch nur eins, wenn ihr jetzt die Bilder seht, dann wisst ihr, warum ich so begeistert bin. Nur 10 Kilometer von Ibiza Stadt und 15 Kilometer vom Flughafen entfernt liegt das luxuriöse Can-Look Boutique Hotel. Inmitten von Olivenhainen und Pinienbäumen bietet das Hotel im Familienbesitz 12 Komfortzimmer mit jeder Menge Tradition und Charme sowie 8 modernen Villen mit lichtdurchfluteten Räumen und eigenem Garten. Dieser Kontrast aus Design und Tradition zieht sich als roter Faden durch die Hotelanlage und darüber hinaus über die ganze Insel. Die Leute kommen hierher, um zu entspannen, das Leben zu genießen und an einem ruhigen Ort zu sein. Wir bieten ein sehr gutes Service auch für Familien und versuchen unseren Gästen sehr nahe zu sein, aber ihnen auch ihren persönlichen Freiraum zu lassen. Can-Look ist sehr zentral gelegen und daher ist es sehr einfach, sich auf der Insel zu bewegen. Ibiza ist also auch als Familiendestination geeignet und hat viel mehr zu bieten als nur das legendäre Nachtleben. Zeit, die Insel genauer unter die Lupe zu nehmen. Eins ist natürlich klar, wenn man Ibiza Urlaub macht, muss man auf jeden Fall einer der legendären Hippie-Märkte besuchen. Das mache ich jetzt auch. Also freut euch auf Adi im Love and Peace and Flower Power Look in wenigen Sekunden, Minuten. Jeden Mittwoch öffnet der große Hippie-Markt Ibizas im Club Punta Arabi seine Tore. Retro-Fans kommen hier an den mehr als 500 Ständen voll auf ihre Kosten. Ausgefallene Wohnaccessoires, handgefertigte Lederwaren und coole Hippie-Fashion werden von den Verkäufern aus der ganzen Welt zusammengetragen und bilden ein einmaliges Sortiment an Must-Haves im Stile der 60er und 70er Jahre. Egal, ob man hier so richtig zuschlägt, um ein Stück Ibiza-Feeling mit nach Hause zu nehmen oder sich einfach nur von dem Spektakel treiben lässt. Im Hippie-Market kommt garantiert Love, Peace and Harmony auf. Man fühlt sich 50 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Sogar noch weiter zurück nimmt uns Adi in seinem nächsten Stopp mit. Du sollst dich stylen. Du sollst dich schmücken. Du sollst Fashion leben. Style Up Your Life, die einzig wahre Trendbibel. Das Fashion-Magazin von Adi Weiss und Michael Lamarana. Jetzt neu am Kiosk. Style Up Your Life. Ja, wer von euch hat Lust, mit mir durch die Altstadt von Ibiza zu schlendern? Ich höre, es ist jeder dabei. Das freut mich sehr. Dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal los. Die Altstadt von Ibiza befindet sich an der südöstlichen Küste der Insel und erhebt sich als massive Festung anmutig aus dem Wasser. Die kleinen Gässchen prägen das Bild von Dalt Vilar, wie die Einheimischen die Altstadt nennen. Die imposanten Wehrmauern sind bereits über 1000 Jahre alt.
Der Hafen von Ibiza war im 9. Jahrhundert ein beliebter Ort für Seefahrer und auch für Piraten und erinnert noch heute an diese längst vergangenen Tage. Direkt daran angrenzend bietet sich im neuen Teil von Ibiza Stadt ein sehr viel moderneres Bild. Hier reihen sich hippe lokale und internationale Geschäfte aneinander und laden zum Shoppen und Flanieren ein. Wir dürfen uns jetzt freuen auf extrem stylische Menschen, Hammeressen. Ich würde sagen, gehen wir gemeinsam in den coolen Nassau Beach Club. Seit vielen Jahren zählt Ibiza zu den beliebtesten Destinationen des internationalen Jetsets. Im Nassau Beach Club trifft sich die High Society bereits nachmittags zum Gourmet-Lunch. Bekömmliches Sushi, Fangfrisches aus dem Mittelmeer und natürlich jede Menge Champagner stehen hier auf der Karte. Und auch internationale Stars lassen sich im Nassau Beach Club gerne die Sonne auf den Bauch scheinen und von der Gourmet-Küche verwöhnen. Ja, also das geht von ganz großen Hollywood-Stars los über Brad Pitt, Hugh Grant und eben dann sehr, sehr viele Sportler, viele Fußballer, Formel-1-Fahrer. Ebenso, ich meine, Ibiza ist im Sommer der absolute Hotspot für die High Society und die Rich and Famous und die kommen eben auch bei uns vorbei. Nun fragen wir uns natürlich, was Ibiza zu so einem Hotspot macht. Coole Musik, coole Partys, coole Kleidung, a place to be. Die Vorlieben der Ibiza-Gäste machte die Österreicherin Monika Milde zu ihrem Beruf. Sie lebt in den Sommermonaten auf der Insel und bietet einen exklusiven Service für die angesagtesten Partys von Ibiza. Also wir bieten bei VIP-Service sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen die Programmzusammenstellungen an, bis zur Buchung und auch die Betreuung vor Ort. Das kommt ganz auf den Geschmack an, also wir stellen das individuell zusammen mit den Hotspots der Insel. Dadurch, dass wir auch wirklich schon seit Jahren hier zusammenarbeiten mit den Locals, haben wir auch sehr gute Insider-Tipps immer wieder und bekommen zum Beispiel dann auch Tische, wenn sie schon ausreserviert sind. So feiern die VIPs also bei 300 Sonnentagen im Jahr. Nun interessiert uns aber noch brennend, wie und wo auf Ibiza die schönsten Ferienhäuser zu finden sind. Ja, also wenn ich schon mal ausschaue wie ein Kapitän, ich meine, bitte, man beachte dieses weiße schicke Sakko, dann fehlt mir natürlich noch ein Boot und eine Privatinsel. Beides kein Problem, dann fahren wir jetzt mit meinem neuen Boot auf die Privatinsel Tagomago. Mit einem kleinen Speedboot geht es vom Hafen Pusteleo aus in ca. 10 Minuten auf die Privatinsel Tagomago. Das heutige Naturschutzgebiet wurde vor 8 Jahren vom Hamburger Immobilienmakler Matthias Kühn erworben. Dieser renovierte das einzige Anwesen auf Tagomago in sehr reduziertem Design und vermietet es seitdem um 100.000 Euro pro Woche an internationale Ibiza-Urlauber mit höchstem Anspruch. Zu den prominenten Gästen des Anwesens zählte auch schon Ron Wood von den Rolling Stones. Er nutzte die Ruhe auf Tagomago, um sich auch künstlerisch zu betätigen und hinterließ mit diesem Bild seine malerischen Fußstapfen. Und wer macht sonst noch so auf der Insel Urlaub? Die Leute, die hierher kommen, sind vor allem VIPs, Schauspieler und Schauspielerinnen, Rockstars und Musiker. Die Reichen und Berühmten, die hierher kommen, suchen eine Location für Hochzeiten oder einen anderen besonderen Anlass wie eine Geburtstagsparty. Manchmal wohnen sie dann gar nicht auf der Insel, sondern kommen mit einer Luxusjacht und legen dann vor der Küste an und bringen nur die Leute für die Party auf die Insel und kehren dann wieder auf ihr Boot zurück. Aber was spricht für so eine eigene Privatinsel, wenn dann doch teilweise gar nicht drauf gewohnt wird? Und warum nicht einfach in ein Hotel gehen? Wenn man zum Beispiel 5 bis 10 Suiten in einem Luxushotel auf Ibiza mietet, kostet das auch in etwa 5 bis 10.000 pro Woche für die Suite. Statt das zu machen und dann mit vielen Fremden in einem Hotel zu wohnen, warum solltest du nicht das Gleiche zahlen und gleich deine ganze Privatinsel haben? Mit deinem eigenen Boot kommen, deine ganzen Freunde mitnehmen und so viel Lärm machen, wie du willst. Wenn du hier eine Party machst, kannst du keine Nachbarn stören, es gibt ja keine. Und ansonsten hast du hier deinen Frieden und deine eigene Relax-Zone, die hast du in einem Hotel nicht. Außer man mietet einfach das ganze Hotel. Going to be hard pressed to find unless you take over the hotel, of course. Ah ja, na, das klingt da fast nach einem Schnäppchen. Mal sehen, was es auf der Hauptinsel von Ibiza für Anwesen zu finden gibt.
Im Gegensatz zur minimalistischen, designten Residenz auf Tagomago wird es beim Luxusanwesen Blue Bay sehr viel traditioneller. Das Luxusanwesen wird in Spitzenzeiten für bis zu 125.000 Euro pro Woche vermietet. Im Preis inbegriffen sind bereits mehrere Köche und Kellner, Gärtner, Fahrer, Trainer und zahlreiche weitere Servicekräfte. Kein Wunder, auf über 2.000 Quadratmetern Wohnfläche umfasst das Anwesen drei Gebäude mit insgesamt 8 Schlafzimmern, Fitnessstudio, Spa, ein eigenes Kino und sogar einen eigenen Nachtclub. In der idyllischen Gartenanlage warten auf die anspruchsvollen Gäste außerdem ein Tennisplatz sowie ein privater Golfplatz. Annehmlichkeiten, die fast zu schön klingen, um wahr zu sein. Aber dem Ausblick auf das türkisblaue Meer mit einem Zugang eindeutig nicht das Wasser reichen können. Das Publikum, das sich diesen Ausblick leisten kann, ist auf alle Fälle da. Also zum Beispiel Leonardo DiCaprio kommt jedes Jahr. Genauso Orlando Bloom, der lebt ja auch, er hat auch hier ein Haus. Sonst immer wieder, also Formentera, quasi die Nachbarinsel, wo man dann auch einen schönen Bootsausflug machen kann von hier aus. Da tummeln sich auch Kate Moss, Naomi Campbell und Co. Was hier halt auch sehr schön ist, du hast es hier halt nicht so wie in Saint-Tropez, dass die Paparazzis an jeder Ecke lauern auf die Promis. Deswegen können die es halt auch wirklich hier genießen und kann schon passieren, dass neben dir im Kaffeehaus auf einmal jemand von ihnen sitzt. Ja, bevor es für mich morgen nach Hause geht, ich kann euch nur eines sagen. Ich habe hier in Ibiza das, glaube ich, romantischste und süßeste Lokal entdeckt, das Restaurant Patchwork. Und da werde ich mir, glaube ich, nochmal so richtig gut gehen lassen und ja, und diesen wunderschönen Abend ausklingen lassen. Am ruhigen Strand von Talamanca, nur unweit von Ibiza Stadt, befindet sich ein wahrer Geheimtipp für echte Gourmets. Unter einem Dach vereinen Rita und Rodolphe Sachs gleich 3 verschiedene Restaurants mit ganz eigenem Charme und individueller Küche. So this year we opened. Wir haben heuer das neue Restaurant Ginger eröffnet. Wie ihr sehen könnt, ist es sehr farbenfroh dekoriert. Es passiert alles auf dem Teilen, beim Essen und auch beim Platz. Wir wollten gerne mal etwas anderes machen, etwas ganz Entspanntes. Im Hauptrestaurant Sapunta im Erdgeschoss haben wir sehr gehobene Küche. Letztes Jahr eröffneten wir dann das Patchwork-Restaurant. It's a fine dining restaurant. And last year we opened Patchwork. It was like the. Das war wie ein Neustart. Wir eröffneten ein libanesisches Restaurant auf dem Dach, um das Ganze mit etwas mehr Fun aufzulockern. Wir haben hier viel Farbe und es war von Anfang an ein großer Erfolg. Darum haben wir jetzt heuer gleich noch ein drittes Restaurant in unserem Haus eröffnet und bieten damit einen sehr globalen Umfang an Speisen. Fine Dining im Sapunta, libanesisch im Patchwork und asiatisches im Ginger. Ein echter Insider-Tipp ist nicht nur die Kulinarik des Restaurants, sondern auch der eigene Sapunta Fashion Store, der es auch der österreichischen Society bereits angetan hat. Das ist einfach der Hippie-Style, also den du fast nur hier auf Ibiza findest, vor allem immer findest. Also nicht nur jetzt, wo es eigentlich sehr überall relativ en vogue ist, sondern du findest es halt immer hier. Und das ist halt Ibiza-Mode. Ibiza-Mode hat was Besonderes. Es ist einfach crazy ausgeflippt. Das siehst du nicht überall. Ich liebe die Beachwear, also ich liebe einfach Sachen für meinen Strand zu kaufen. Das kriegst du bei uns schon, aber eben ein bisschen zu klassisch. Und da ist es ein bisschen flippig. Da ist einfach, da haben sie eben die Prints drauf, da haben sie die Fransen drauf und so weiter. Also ich finde, ich liebe Ibiza, ich liebe Shoppen in Ibiza. Und die ganzen weißen Sachen, die Leinensachen, liebe ich auch. Ibiza bietet also von coolen Shoppingmöglichkeiten, Luxusressorts und einer ganzen Menge Geschichte bis hin zu traumhaften Stränden für jeden Geschmack etwas und ist als Destination definitiv eine Reise wert.